Glück auf und Vorhang auf zu neuen Abenteuern aus Hundsgrab und den Chroniken eines Dorfes. Zurück zum Spiel und wieder raus aus dem Spiel, Musik eingeschaltet und zurück zum Spiel. Ja, wir sind wieder in Hundsgrab und ich werde als allererstes hier mal in den Schatzraum, in die Schatzkammer von Hundsgrab gehen. Dazu werfe ich diesen Stein da rein, der dann auf die Bodenplatte treibt, wie ihr wisst. Und wir wollen mal etwas machen, was lange überfällig ist. Nämlich erstmal gucken, was in den Kisten ist. Nichts. Ah, hier unsere Diamanten. Unser Schwert mit Plünderung 3. Hahaha. 9 Smaragde. Und wir brauchen aber eigentlich Gold. 1, 2, 3, 4, 5. Wie brauchen wir da eigentlich? 6. Ich meine mal 6. Ich habe hier keine Werkbank drin. Egal. Was haben wir eigentlich hier noch in den Kisten? Allen möglichen Krams, der hier gar nicht reingehört. Das nehmen wir mal irgendwie mit. Kann ja nicht schaden. Zumindest ein Teil davon. Alles, wenn wir es nicht mitnehmen können. Die Schere, die nehmen wir auch mit. Hier haben wir noch Wolle. Die nehme ich auch mal mit. Jennes können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, das soll's erstmal gewesen sein. Zu essen haben wir noch was dabei. Und hier, 24 Fackeln haben wir übrigens auch dabei. Das hatte der Powerplayer geschrieben, weil ich ja immer wieder gesagt habe, wir müssen uns Fackeln holen. Aber wir haben natürlich Fackeln dabei. Verdammt. Ja, und hier haben wir noch 5 Glas. Das ist schon mal sehr gut. Ich bereite mich vor, ihr seht das, ne? Also ich bereite mich auf die Folge vor. Hier haben wir noch 24 Glasblöcke. Da können wir was war das? Sprache kaputt? Gleich mal Scheiben rausmachen. Mal sehen, wie viel wir da rauskriegen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ja, das reicht. Das reicht. Da können wir wahrscheinlich noch was zu Hain hinbringen. Im Endeffekt. Okay, und jetzt kommt der große Moment. Der Powerplayer erzählt, du hast deine Krone überhaupt nicht mehr, oder? Oder das war wer anders, ich weiß nicht genau. Und wir haben natürlich einen Goldbahn über. Ganz klarer Fall. Gold Nuggets. Die haben wir eigentlich auch noch nicht. Ja, die können wir uns mal machen. Spaß ist halber. Und packen die mal hier in die Truhe. Da haben wir immer mal ein bisschen Goldnuggets da. Damit kann man ja leider irgendwie bei Minecraft nicht so richtig was anfangen mit den Goldnuggets. Ich hätte mir damals gewünscht, als sie das mit dem Handel machen, dass man mit den Dorfbewohnern handeln kann, dass sie das so gemacht hätten, dass man mit den Goldnuggets handeln kann. Ach ja, und hier soll noch so eine Art kleine Stube rein. Also so eine Stube ist gut. So ein kleiner Raum für die Wachen, die hier natürlich aufpassen, dass hier keiner rein und raus geht. Ins Rathaus und hier auch den Marktplatz bewachen und so. Ja, wir waren beim Kran stehen geblieben. Da waren wir stehen geblieben. Und würde ich jetzt eigentlich doch ganz gerne mal nochmal von außen ein bisschen was machen. Der gefällt mir nämlich noch nicht so hundertprozentig. Zäune habe ich auf jeden Fall dabei. Das ist schon mal sehr gut. Und ich guck gerade mal. So ein Tor müssten wir noch basteln für hier unten natürlich. Dass hier die Kuh auch rein kann. Weil die soll natürlich dann... die machen wir dann als krönender Abschluss, würde ich sagen. Und zwar... da komme ich jetzt überall nicht mehr dran. Hier müsste natürlich auch irgendwo eine Leiter hin. Ich würde fast sogar sagen, wir bauen die erstmal hier so provisorisch hier dran. Und warum jetzt da drüben auch eine Leiter angeflogen ist, das weiß ich nicht genau. Ja, und zwar möchte ich eigentlich das hier nochmal ändern. Mal sehen, ob das jetzt so einfach geht. Ich gehe mal in die Knie. Das ist nicht so schlecht. Aber auch nicht wirklich so, wie ich mir das vorstelle. Und wir haben immer noch keine Erde dabei. Aber wir haben diese Platten dabei. Bringt uns nichts. Verdammt. Sprich hier auch nochmal runter. Einfach mal ein bisschen abkürzen. Wir sind ja satt. Und wenn man satt ist, verletzt man sich ja kaum. Das ist ja bei Minecraft so eine ganz tolle Angelegenheit. Satte Leute. Wie viel brauchen wir davon? 8 brauchen wir, aber da mache ich einfach mal ein paar mehr. Ich weiß, wir hatten oben auch welche liegen, die ich jetzt natürlich wieder nicht genommen habe. Hier treibt immer noch das Bötchen umher. Wir wollen ja diesen Kran weitermachen. Und ich sollte mir tatsächlich echt mal ein bisschen Erde einpacken. Wirklich. Also wirklich. Ich hole mir einfach mal ein bisschen Erde, dann machen wir erstmal die Scheiben neu. Dann machen wir die Scheiben von der Apotheke, wo wir auch eigentlich parallel dran arbeiten. Mal neu. Ja, liebe Freunde. Und
Moment mal. Ah, okay. Okay. Die Kuhinsel erwartet meinen Besuch. Und wie kommen die hier? Also ich habe keinen Besuch heute angekündigt oder so, ne? Aber Fackeln haben wir tatsächlich dabei. Das stimmt, da muss ich demjenigen, der hier war, mal recht geben. Ha, okay. Moment, ich mache erstmal hier jetzt überall Fackeln dran. Tja, manchmal spielen sich ja schon merkwürdige Dinge ab in Hundsgrab, habe ich so den Eindruck. Also es ist so, es spielen sich merkwürdige Dinge in Hundsgrab ab. Irgendwer muss auf dem Server gewesen sein. Das könnte natürlich Matrix-Schlange gewesen sein, aber ich weiß es halt nicht genau. Habe ich noch Sandstein dabei? Nein, habe ich nicht. Okay. Hier möchte ich dann wahrscheinlich kein Fenster hinmachen. Da soll da noch Sandstein hin, weil sonst wird das ein Fenster zu viel. Da in die Ecke können wir noch irgendwas Schöneres hinstellen. Die Fackeln packe ich mal wieder beiseite. Die Art und Weise haben wir jetzt auch unser Inventar wieder schön vollgemüllt. Und ich mache hier mal Scheiben rein und dann muss hier auch eine Tür rein. Also das geht gar nicht. Dann haben wir nur zwei Fenster. Aber ich sag mal, wir haben ja oben noch hier das Tageslicht, also diesen Abzug, den Rauchabzug. Da kann ja auch noch ordentlich Steam rausziehen und natürlich auch frische Luft reinkommen, ganz klarer Fall. Jetzt machen wir uns mal eine Tür. Das ist lange überfällig. Moment, ich brauche zwei Türen, genau. Ich brauche zwei Türen. Was haben wir gerade über? Hier das Zeug, Birkenholz. Ja, das nehmen wir erstmal. Ja, es wurden ja viele Vorschläge mal wieder gemacht. Total genial von euch. Wie immer eigentlich. Also ich bin ja da echt begeistert, wie viele Kommentare mal geschrieben werden und so. Das ist echt schon grandios. Ah, oh. So viel Krams. So viel Krams. Hier zwei Eier. Zack, weg. Dieses Ding können wir hier natürlich hier draußen noch hinsetzen. Dann sind wir das auch gleich los. Passt sich auch ganz schön. Hier fehlen natürlich noch die Scheiben. Ah ne, hier wollten wir. Ach ja, okay. Da muss da noch Sandstein rein. Den haben wir, glaube ich, noch hier in der Kiste. Glatter Sandstein. Da haben wir ihn. Dann würde es hier noch dicht kommen. So und so. Die Tür vorne rein natürlich. Machen wir die jetzt von außen. Ach, was mache ich denn hier überhaupt hin? Da würde ich dann wahrscheinlich erstmal auch den glatten Sandstein hier machen. Und wir müssen uns unbedingt mal wieder eine Schaufel machen. Und hier, guck mal, wir kommen gerade an unsere Erde ran. Haha. Ja, Erdmangel werden wir nie haben, ne? Habe ich mal gesagt. Aber wir haben einfach manchmal keine Erde dabei. So sieht's aus, Freunde. Ja, ich denke mal, das ist erstmal gut. Jetzt muss ich schon wieder was wegschmeißen. Hier die Stufen. Ja, nimmt auch die Erde. Sehr nett, sehr nett. Okay, ja, dann kommt hier oben, würde ich dann eventuell Glas reinbringen. Zwei Glasblöcke. Damit er auch noch mal ein bisschen Tageslicht eindringen kann. Oder ich mache hier das so. Moment. Also, muss ich ausprobieren. Das ist ja immer, ne? Man muss immer viel ausprobieren. Kennt er ja. Die alten Sprüche. Also, entweder machen wir jetzt hier komplett Glas rein. Oder wir machen das hier so. Und so. Und machen hier oben Glas rein. Und zwar so. Wie gefällt euch denn das? Beengt das ein wenig? Ja. So. Ja, doch, ich finde, das sieht schon ganz cool aus. Und dann kann hier nämlich der Schriftzug rüber. Und man kann dann immer noch hier Fackeln hinsetzen, rechts und links. Und hier dann halt die Schilder, die wir jetzt ja auch eingesammelt haben, von demjenigen, der die hier aufgestellt hat. Das kriege ich noch raus, wer das war. Ich habe da schon so eine Ahnung. Ich habe da schon so eine Ahnung. Hier liegen noch die Eier rum. Hatten wir schon Kisten aufgestellt? Nein, hatten wir noch nicht. Okay, dann machen wir das jetzt. Dann bauen wir jetzt erstmal ein paar Kisten. So, 13, 13, 13, 6, 6, 6. Ich weiß, wir haben noch welche behind, ne? Zack, 6 Kisten. Und es wird, glaube ich, auch schon wieder dunkel. Aber da lassen wir uns jetzt nicht von schocken. Bauen hier noch den Sandstein schnell fix rein. So. Gehen wir gleich pennen? Ja, es ist schon fast dunkel. Aber ich wollte ja eigentlich noch Kisten hinstellen. Und zwar sollen die natürlich da hinten hin. Ganz klar. Hier müssen zwei hin. Neben die Werkbänke, ne? Da kommen dann noch Regalbretter eventuell rein. Mal sehen. So, und da schon mal zwei hin. Und dann könnte man natürlich auch noch sehr schön hier hinten welche hinstellen.
Aber ich erstmal pennen. Lieber die Dunkelheit meiden, denn man weiß ja nie, was einen da aufwartet in der Nacht. Ja, es gibt noch einiges, was wir machen wollen. Ach ja, es sind ja 6, stimmt, es sind immer 2. Oh Gott. Dann können wir hier vielleicht einmal ein bisschen was ablegen, oder? Was meint ihr? Die Wolle nicht. Aber hier, die Goldnuggets hat die schon weggelegt. Die Erde nehme ich mit. 6 reichen 6 Erde? Ich denke mal schon. Ich renne mal wieder rüber zum Kran. Oh, sieht jetzt schon ein bisschen anders aus. Dann wäre nämlich hier so ein Feld und da so ein Feld mit diesen Klappen. Und hier werden die ja die beiden Fenster, das ist dann symmetrisch und das ist ja immer gut. Das ist immer gut. Da steht auch was. Da steht auch ein neues Schild, oder? Das habe ich doch da nicht hingesetzt. Ja. Okay. Irgendwer war hier und hat hier lauter Schilder aufgestellt. Ja. Weiß jetzt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich muss meinen Server mal ein bisschen mehr absichern, denn deshalb bin ich auch gerade so schweigsam gewesen. Es ist natürlich so, wenn hier auch ein freundesgesinnter auf unsere Map kann, dann kann natürlich auch ein nicht so netter Typ eventuell hier drauf und vielleicht was kaputt machen. Und das ist natürlich etwas, was ich nicht unbedingt will. Nicht unbedingt will. Okay, ich würde den Kran nämlich ja, hier nochmal so absetzen. Und zwar, da habe ich noch eine, das reicht nicht. Da müssen wir uns gleich nochmal welche bauen. So. Ah, da kriege ich natürlich jetzt keinen mehr unter. Oh, ouch. Ja. Das sieht dann so aus. Wie findet ihr das? Blöd, ne? Finde ich auch gerade ein bisschen blöd. Wir müssen da noch viel ausprobieren, wie schon gesagt. Und wir müssen den Kran fertig kriegen. Weil wir wollen ja vorankommen. Also, das können wir, glaube ich, hier vergessen. Mit den Dingern. Wenn ich da so Halbstufen reinsetze, wartet mal. Sieht das besser? Autsch. ja. Merkwürdige Szenen spielen sich hier ab. Wahrhaftig. Also, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum ich jetzt hier nicht... Vielleicht muss ich erst den Zaun weghauen. Zaun weg. Und jetzt ist die Platte ja auch weg. Also, Leute. Es geht auf Weihnachten. Es geht auf Weihnachten zu. Und, hier passieren merkwürdige Sachen. Aber ich kann den jetzt... Ja, da ist er immer so. Dann kann ich hier zwar einen Zaun hinsetzen. So, zack. Wenn nicht, müsste ich halt hier noch auch einen hinsetzen und da drüben auch. Also, um das mal zu verdeutlichen, diese Stufen könnte man natürlich hier dran machen, so. Und jetzt könnte ich natürlich auch dasselbe, gleiche, ähnliche hier machen. Oh, Freunde. Wartet mal. Ja, die Aufnahme startet hier spektakulär. Ich renne mal kurz zur Dreckkiste. Und die Geige jault ihr ewiges Lied. Und da müssen noch Birkenstämme hin. Aber wie schon gesagt, wir wollen ja nicht alles auf einmal machen. Das ist nicht die Dreckkiste, das ist die alte Baustellenkiste von der Bürgermeistervilla, die auch immer noch eine Baukiste ist, denn die Bürgermeistervilla ist ja noch lange nicht fertig. Ja, hier haben wir doch einen oder anderen Dreckbratzen. Dreckbratzen! Ist auch ein Schimpfwort, ne? Du Dreckbratzen! Oh nein, wie ist denn der da rausgekommen? Ein Generaler-Tic-Tac aus Ruhme wurde befreit. Ja, das ist schön. Hallo, Tic-Tac. Ja, er wurde befreit. Schild 1. Und... Ja, okay, klappt super. Also ich habe ja ganz deutlich jemanden in Verdacht. Aber ich weiß nicht, wie der hier auf den Server gekommen sein sollte. Der gute Powerplayer, nämlich, ist, das würde zu ihm passen, so. Die Tafeln, die hier stehen, würde auf jeden Fall zu ihm passen. Vielleicht liege ich auch falsch, dann entschuldige ich mich natürlich bei dir. Aber ich denke mal, so von der Art...
Ja, doch, das würde schon hinkommen. Okay, egal. Da muss ich mal gucken, wie das geschehen konnte. Wir klettern jetzt hier mal hoch. Und dann müsste ja hier auch so eine Stufe hin. Gell? Und dann müsste ich das eigentlich gut zusammenfügen. Mal gucken, wie das von unten aussieht. Ja. Sieht nicht so schlecht aus. Obwohl, ist fast ein bisschen strange, oder? Mann. Ups. Ja, okay, passt auf. Ich mache jetzt hier mal. Wir haben ja direkt dabei. Deshalb mache ich mir jetzt einfach mal ein bisschen mehr so eine Treppe hin, dass ich das Ding nicht jedes Mal abreißen muss. Denn ich habe so die dumme Befürchtung, wir werden hier noch recht oft hoch und runter klettern müssen, bis wir die optimale Lösung gefunden haben und bis auch dieses Gezappel über nach. Also ich fand es vorher besser. Mal nachlässt und diese Stufe abbauen kann. Merkwürdig, merkwürdig. Da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Das ist ja. Jetzt ist sie weg, okay. Ja. Auch nicht schlecht. Dann würde ich nämlich sagen, wir machen das wieder so, wie es vorher war. Oder wir machen halt nur einen schwarzen, also ein dunkles Holz hier hin. Ich will gar nicht auf die Uhr gucken, wie viel Zeit ich damit jetzt schon verdödelt habe. 16 Minuten, ich dreh durch. 16 Minuten nichts getan. Hahaha. So könnte man es natürlich machen. Dann wär's so wie vorher. Und dann einfach nur ein so dazwischen. Mal sehen, sieht das besser aus? Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Das sieht irgendwie technisch aus. Das sieht irgendwie technisch aus. Und das müssen wir natürlich jetzt auf den anderen Seiten auch machen. Ich lasse das jetzt mal ganz kurz so. Und dann könnt ihr wieder sagen, ob ich es lieber wieder so mache wie vorher. Ob ich mir eine Schaufel baue. Was ich unbedingt tun sollte. Denn sonst wird dieses Erdabbauen ja echt stressig. Okay. Den Dreck haben wir auch noch mitgenommen. Und der hier rumsteht, den nehmen wir auch noch mit. Ja. Also das gefällt mir eigentlich schon nicht schlecht so. Hier könnte man natürlich auch so Steinmauer-Elemente reinmachen. Das sieht bestimmt auch cool aus. Obwohl es ja eigentlich ein bisschen unpassend ist. Aber ich will mal sehen, wie es aussieht. Doch, wir müssen mal gucken, wie es aussieht. Ist ja immer so ein Ding, ne? Ich mach mal Steinmauern. Damit unser Inventar auch nicht zu leer wird. Dass wir es immer schön vollgemüllt haben, alles. Werde ich das jetzt einfach mal so machen. Und dann baue ich mir wieder eine Drecktreppe. Natürlich. Wie gehabt, eine Drecktreppe hier hoch. Mal mit einem entfernt, dann hat man ein bisschen mehr Platz, um sich zu bewegen. So, dann lassen wir also den oberen und unteren einfach stehen. Oder, ich habe noch eine andere coole Idee. Das ist, glaube ich, noch genialer. Okay, passt mal auf, ich baue mir hier meine Brücke rüber. Ich mache euch gerade wahnsinnig? Nein. Ah, ich habe gerade noch eine richtig geile Idee. Also, ne? Coole, schöne Idee. Und das würde, glaube ich, richtig klasse aussehen. Heppa, bam. Und heppa, und bam. Was wäre denn? Ich weiß, das teure Eisen, aber passt mal auf, wenn wir da Gitter hinmachen, weil ich hatte mir gedacht, ja, das sieht ja jetzt ja nicht ganz so aus wie Metall, also ne, man müsste natürlich ein bisschen Metall vielleicht noch anbringen an so einen Kran, ist es ja nicht schlecht. Ich baue die jetzt ein F, ein umgedrehtes F und das erinnert mich auch daran, dass wir, oh, wow, dass wir natürlich noch, die Buchstaben machen, also Hunsgrab, ne? Wollten wir den Schriftzug machen? Guck mal, wie gefällt euch das? Wie gefällt euch denn das? Das müssen wir uns jetzt mal von Weitem ansehen und dann würde ich nämlich hier auch eventuell Gitter reinmachen. Passt mal auf. Zack. Oh, ich muss noch was essen, sonst. Ah, das sieht cool aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Tralalalala. Ich muss was essen. Okay, war jetzt viel Rumprobiererei sozusagen. Aber wir haben auch ein bisschen was Schönes damit gemacht, denn ich finde, das sieht richtig cool aus. Sieht richtig kranmäßig aus, ne? Das ist schon sehr gut. Jetzt baue ich hier mal die Erde wieder ab. Die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Du solltest nie, kloppe nie den Erdbratzen weg, auf dem du stehst.
Ja, ist wie fütter nie, schlage nie, da ist die Kuh, die dir Milch gibt. Nee, so heißt es nicht. Wie heißt es denn? Schlage nie die Hand, die dich füttert? Ja, ich glaube schon. So heißt es, glaube ich. Auf der anderen Seite müssen wir das natürlich auch machen. Aber vielleicht können wir es irgendwie von oben tricksen. Jo, das sieht schon mal cool aus. Wir müssen erstmal zurück in die Bürgermeistervilla. Ja, es ist spät geworden, liebe Freunde. Und pass auf, wir schlafen mal wieder im Armenhaus. Allein schon wegen der Abkürzung dann morgen zu Hain, wo wir die Scheiben dann hinbringen können. Zack. Im Armenhause. Und ich glaube, es ist doch schon dunkel. Ich wollte nur mal gucken, wer ist denn jetzt. Oh ja, jetzt kommen sie alle wieder. Was denn hier? Steht da auch. Ja, das ist super. Hier steht ein Schild und deshalb kommen jetzt die Dorfbewohner nicht rein. Und wenn ich die jetzt schlage, kommt wahrscheinlich Hacke bei und schlägt mich. Ja, geht mal rein da, Leute. Du auch. Alle rein, alle rein, alle rein. Und ich gehe erstmal schlafen.